Ich habe zwei Kaffeetassen mitgebracht, weil für mich einerseits kulturelle Arbeit, wie aber auch die Arbeit speziell von der Schädhalle fest damit zu tun hat, dass man sich begegnet, dass man sich Zeit nehmen kann füreinander, dass ein Austausch stattfindet, dass Leute zusammen anhocken und Meinungen austauschen, dass auch ein Diskurs kann stattfinden kann. Wenn was passiert, sind wir sicher. Tim. Tim. Ja. Hammer. Schwerer Hammer. Alle Velo reparieren. Eine Platte oder irgendetwas. Also schau, wenn er eine Platte hat, ist auch ein Pneuhebel. Wenn der Sattel runter muss, Lenker verstellen. Nimmst den Hammer, repariert alles. mit dem gleichen Bock, oder, den wir jetzt noch haben. Die sind uralt. Wie alt das Viertel ist, weiss ich nicht. Ja, Glück. Wir haben Spider-Man gefunden. Ich zeige euch hier mein Hauptwerkzeug, das ich brauche beim Arbeiten mit den Kindern. Und immer, wenn die Kinder etwas erzählen wollen, hat das Kind, das gerade redet, den Drachen. Der ist sehr begehrt. Genau, mit der Rassel dürfen wir die Rassel darf ein Kind nehmen. Wenn wir sagen, oh, jetzt machen wir einen Kreis, darf das Kind die Rassel nehmen. Und dann singen wir ein Lied. Das geht so. Halli, hallo, ins Kreisli komm. Wir alle, die hier arbeiten, in diesem Buch hin und wieder Sätze notieren, die Kinder sagen. Nina, können wir heute basteln? Ja, sicher, Mario, können wir heute basteln? Ja! Was hast du Lust zum Basteln? Ein Drachen! Also gut, komm, wir gehen hinterher. Geh basteln. Ja, gib mir! Ich habe eigentlich zwei Sachen mitgenommen. Das eine ist hier das Sweatshirt, das jetzt 40 Jahre alt ist. Und das ist ja dort, dort oben auf dem Aufbau. Jetzt eben das Buttiklager gegeben. Jetzt mal so halb legal, illegal, scheißegal. Auf jeden Fall eine tolle Stimmung gewesen. Und ja, das ist jetzt noch übrig geblieben. Und dann habe ich hier noch mal etwas. Ganz Wichtiges, das ist mal ein Bachstein aus, von der Roten Fabrik. Als sie einen Durchbruch haben müssen machen mussten, sind dann die Steine vorgekommen. Und ich finde es toll, wenn man mal so einen im Original sieht. Das hier, das sind etwa 200 Kilo Material. Ich weiss ja nicht genau, was wir brauchen und was nicht. Oder? Aber so habe ich wenigstens alles. Oder? Gehst du mal in den Fahrrad? Die Rose. Ja, ich weiß. Cool. Ich habe die noch gerne. Ja, weißt du? Sie hat einen Film von ihm. Ja. Du hast einen Film von ihm? Ich? Nein, nein. Ja, und da haben wir jetzt die Seestraße. Ja. Da hinten, was ist das für ein Jahr? Von 1976 ein Projektentwurf für die Rote Fabrik. Und ich habe auch Freude, dass ich das gefunden habe, weil jetzt nach dieser langen Zeit, 2000, wo wir ja 2020 die Jugendunterricht hatten, sehe ich, dass der Mann, der den Entwurf gemacht hat, Giorgio Crespo, eigentlich so viel schon gewusst hat, dass wir das realitätsgetreu umsetzen können. Wo wir so viel. Meinst du lange? Was wir machen, ist eigentlich immer der gleiche Kapis. Wir suchen unsere Sachen, die wir nie wissen, wo wir sie anstellen. Ich weiss nicht, wo das 5000 verräumt hat. Hast du so eins geklaut, so eins von der Wir haben es im Dock gebraucht gestern. Wirklich? 5000? Ja. Hast du jetzt das Mischpult gesucht? Will ich eigentlich ein Mikrofon suchen, das wie der Mischpult sein sollte, aber es ist nicht da. Hey, ich habe das Mikrofon gefunden.
Es ist sogar grün. Es passt zum Green Scream. Ich bin Lena. Danke. Bitte komm an die Kiste. Das ist ein Mikrosack. Statt einer Briefmarke. Lebe ich da sowas drauf? Ja, das ist super, ja, dass du das so machst. Kyros Kikos, Leiter des Konzeptbüros in der Roten Fabrik. Jetzt etwas im Stress, weil er muss zwei Pakete zur Post bringen. Ich mache ein schönes Moment. Imprägnieren, die Graffitis da, dass sie ein bisschen besser halten. Ja, du, wir filmen einfach in der Post. Und die wird immer vorher, die wird vorher schon vorgeöffnet von der Ethikkommission. Für Übersetzung für die zu Hause. Wir haben Veranstaltungen gehabt, audioliberale Impfung, und haben ein paar Einnahmen gemacht und das würden wir gerne zählen lassen. Ja. Die Fünfer und die Hunderter, die nehme ich immer zu mir in die Tasche. Oh, war mal unsere schöne Maschine. So. Ja. So, so, so. Ich bin der Kassenwart, der Hauswart. Das ist sicher. Hm? 646. Ach so, ja. Angeketteten Desinfektionsmittel. Die sind alle angekettet, unfreie Desinfektionsmittel, die nur hier im Umkreis von gut einem halben Quadratmeter aktiv sein können, desinfizieren.